In dieser Episode sind wir im Norden Sloweniens unterwegs. Wir fahren von Bled aus die Karawanken entlang nach Kranjska Gora in den äußersten Nordwesten Sloweniens. Wenn ihr euch erinnert, hier haben wir unsere Reise ursprünglich begonnen und sind den Vršič-Pass gefahren. Hier die 637, weiter, Rusica. Auch wieder tolle Straße, komplett Richtung Westen, 201 bis Kranjska Gora. Auch hier haben wir schon mal angeschlagen, das heißt, das fügt jetzt auch ein Puzzleteil zusammen. Heute sind wir aber ohne wirkliches Ziel unterwegs, einfach quasi rumfahren und auf Entdeckungstour sein. Wir müssen noch Hallo sagen. Machst du das? Hallo aus Slowenien. Gut. Das hier war eine ziemlich coole Brücke, die mussten wir uns unbedingt mal genauer anschauen und Chris ist dieses geniale Bild mit Blick auf die Karawanken gelungen. Und schaut mal bitte, wie klar dieses Wasser ist. Und da kommt jetzt auch schon die nächste Brücke. Brücken haben es uns irgendwie in dieser Episode angetan. Die mussten wir unbedingt erkunden. Und das ist das, was wir auf unseren Reisen so sehr lieben. Dinge zu finden, die in keinem Reiseführer stehen. Ja, die war geil. Das war wieder was. Hashtag Rustlovers. Also ich habe keine Ahnung, wie lange wir da waren, weil Chris die aus wirklich jedem Millimeter musste der da fotografieren. Ja, das muss alles dokumentiert werden. Vielleicht muss man sowas mal nachbauen. Und dann die Berge mit der Brücke davor, das sah einfach geil aus. Und vor allen Dingen halt wieder das tolle Wasser mit der tollen Farbe. Einfach gigantisch. War das die Soka? Bestimmt nicht. Was ist das? Ja, das ist ein alter Bunker. Da sieht man die Schießscharten. Natürlich schon alles ewig weg und verlassen. Schon Moos drauf und Bäume, die drin wachsen. Aber klar zu erkennen, dass das was Militärisches war. Cooler Stunt. Ja, Agent. Also. Ja. Mehr braucht man nicht sagen. Einfach Spezialagent. Auf der Hauptstraße einfach mal anhalten, sich überlegen, vorwärts, rückwärts, weiß ich nicht. Nochmal kurz sein Abitur machen und dann rückwärts da reinfahren. Also, weiß nicht.
Und das Spannende ist, dass es eine Gegend, da ist es vollkommen normal, diese Scheunen, diese slowenischen Scheunen zu sehen. Die Holzmoppets. Die Holzmoppets. Das sieht ja gut aus, gell? Wir wandern ja quasi schon auf dem Heimweg, hatten aber noch keine Lust, wieder direkt zurück auf den Campingplatz. Und daher sind wir dann einfach mal die Straße weiter Richtung Norden durchgefahren zur österreichischen Grenze. Das war eine sehr coole Straße, ging schön bergauf, ein paar Serpentinen mit drin. Und haben dann letzten Endes vor einem großen Tunnel haben wir dann Stopp gemacht, weil wir dann natürlich nicht durchfahren wollten und im Tunnel dann wenden, ist auch nicht so cool.
Wir wollten vor allem nicht nach Österreich wegen den ganzen Corona-Beschränkungen. Wir waren ja im Sommer 2021 unterwegs und wir waren jetzt einfach erstmal froh, dass wir so in Slowenien sein können. Und deshalb sind wir nicht weitergefahren, aber genau so sah es an der Grenze zu Österreich aus. Und sind dann wieder zurückgefahren. Den Weg. Sind dann hier gefahren und haben dann hier den Kreis geschlossen. Wieder Tritschik. Sind dann hier hochgefahren bis hoch nach Ljubelí. Da waren wir dann 600 Meter vor der Grenze. Durch den Tunnel wollten wir nicht mehr durch. Und sind dann wieder zurück zum Campingplatz. Das ist die Grenze nach Österreich. Der nächste Ort ist Klagenfurt und das ist der Leubelpass. Genau. Also es sieht ehrlich gesagt nicht so viel aus, sind aber tatsächlich mehr Kilometer gewonnen als einfach von hier unten gerade hoch. Genau. In der nächsten Episode nehmen wir euch mit nach Maribor und von dort aus fahren wir dann so eine östliche Loop. Also wir fahren dann in den Osten Sloweniens und sind an der österreichischen und ungarischen Grenze unterwegs und da nehmen wir euch dann gerne mit, wenn ihr Lust habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like da lasst. Auf jeden Fall. Und vergesst auch bitte nicht, uns zu abonnieren. Und wir sagen noch Danke fürs Schauen und bis bald. Und lasst uns gerne wieder viele Kommentare da. Das gefällt uns gut. Und da können wir nur von euren Erfahrungen profitieren und geben dann natürlich auch gerne Auskunft. Bis bald. Ciao.